Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Susis Kreativwelt. Wie ihr hier schon sehen könnt, ich habe Post bekommen von der lieben Mareike von Knatterbooks. Ihren Kanal verlinke ich euch in der Infobox. Sie macht auch ganz viel Bastelsachen, hat einen YouTube-Kanal. Ja, die Tauschpost zieht sich jetzt schon eine Weile hin, ne Mareike? Also sie ist nicht von der schnellsten Sorte und ich ja erst recht nicht. Ne? Und das ergänzt sich dann, aber jetzt ist ihr Paket für mich angekommen und meins ist immer noch nicht fertig. Ich fühle mich so schlecht. Aber egal, wie auch immer. Also auch sie wird ihre Post demnächst erhalten, so schnell wie möglich. Und wir packen jetzt mal diese hier aus. So sieht das Ganze von innen aus. Ne? Schon mal wunderschön. Ja, ich hole es mal rüber und dann fangen wir doch erstmal an mit der Post. Guckt mal, ganz süß hat das Kuvert hier schon verziert mit diesen Herzen hier vom Action und diesen süßen Sticker auch vom Action. Und so, Karte ist auch ganz niedlich mit diesen 3D-Bärchen, voll süß. So, dann gucken wir mal. Ich zeig's euch. So, also sie hat hier erstmal so eine Schnecke gemalt, die ist voll niedlich. Und immer zu spät dafür von Herzen. Ja, so ist das bei mir auch. Also es kommt immer von Herzen, aber leider dauert halt alles immer. Ne? Aber das wissen ja fast alle schon. Also liebe Susi, ich bin gespannt darauf zu sehen, wie du das Päckchen auspackst, was dir gefällt und was nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir was nicht gefällt, aber wer weiß, ne? Wenn dir etwas nicht zusagt, verschenke es einfach weiter. Viel Spaß beim Auspacken und danke für den Tausch. Ich mag deine Videos deine authentische Art sehr. Weiter so. Und allerliebste Grüße, Mareike von Knatterbooks. Ja, super, das freut mich. Ich mag deine Videos auch. Ich komme halt in der letzten Zeit kaum noch dazu, Videos zu gucken. Aber wenn ich halt irgendwie was mitkriege, dann gucke ich natürlich auch überall zumindest mal rein. Genau. Ja, ich bin schon ganz gespannt, was du mir geschickt hast. Du hast mich ja auch getaggt für deine Challenge. Lucky, bitte. Ach, die spielen wieder. Ne? Ihr wisst ja, ne? Frauschen dreht Video, Hunde müssen spielen. Ja. Genau, für diese Challenge, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Sie hat ein Video dazu gemacht, könnt ihr mal auf ihrem Kanal gucken. Sie hat eine Challenge zum Valentinstag gemacht und hat da diese Box gepackt. In der Box sind Dinge drin, die man verbasteln soll. Also man soll 3 verschiedene Sachen machen. Das hat sie hier in den Regeln zu dieser Challenge-Box auch drin. Da hat sie auch so eine schöne Karte gemacht. Also man muss 3 verschiedene Dinge basteln, eine Karte, Card Candies, Embellishments, also was auch immer, ne? Und sie dann am Valentinstag an wundervolle Menschen verschenken und soll dann halt auch mit eigenen Bastelsachen diese Box nochmal ergänzen und möglichst dann noch eine Box packen, die man dann auch weitergibt. Ne? Ich werde das alles in einem gesonderten Video machen, ne, diese Challenge-Box. Wir können ja mal kurz reingucken, was drin ist. So machen wir es. Und dann werde ich was draus basteln und euch das dann zeigen und auch eine Box machen und dann entsprechend weiter verschicken. Aber dazu gibt es dann ein extra Video nochmal. Wir gucken einmal rein. Also sie hat die hier so ganz süß mit so einem, ist das ein Amur-Igel? Voll süß. Ja. So, hat sie halt so gemacht. Und dann schauen wir mal rein. Okay, also da sind ganz viele süße, niedliche kleine Sachen drin. Da sind diese Herzen drin. Da hat sie Stempelabdrücke drunter, wenn ich das richtig sehe. Ja, auch von diesen süßen Igeln ja niedlich. Herzchen. Igelchen, das zeige ich euch alles dann im Detail in diesem anderen Video, was genau. Dann hat sie hier Röschen, hier solche Blümchen, Band, eine große Klammer, Röschen, hier auch so Embellishments, auch Bella, nicht schon wieder, bitte. Ne, verschiedenste Arten von Embellishments und Flatbags, hier verschiedene. Und hier eine Bordüre und so Püppchen. Oh, Magnete hat sie auch mit reingemacht. Okay,
Washi, so ein Männchen für auf einen Stift zu setzen. Und hier auch noch Blümchen und Blätter. Also das ist so eine schöne bunt gemischte Box. Hier hat sie auch schon Papier drin für Card Candies. Schon richtig geschnitten, super schöne Idee. Mir wird was einfallen, ich werde was draus machen entsprechend. Moment bitte. So, das war mein Sohn, der hat was zu essen gesucht, hat aber scheinbar nichts gefunden. Er geht zur Oma. Das soll mir auch recht sein. Okay, also wie gesagt, ne, dazu mache ich ein extra Video. Aber da wird es Wochenende werden, bis das kommt. Genau, ich hoffe, Mareike, das passt so. So, dann fangen wir an. Ich weiß jetzt noch nicht mit was. Ich hole mal hier was und lese mal, was da drauf steht. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich hoffe, du hast Spaß dabei. Dann haben wir hier kleine Monster. Alles so leicht. Ein bisschen Entspannungsglitter und so cute. Ach, wisst ihr was? Fangen einfach vorne an und hören hinten auf, oder? Hilft manchmal. Also, hier mit dem süßen Mickey-Tag. Ne? Ich bin gespannt, was du daraus machst. Serviette, ist das eine Serviette? Ne? Die ist super schön mit diesem Fisch-Meerjungfrau-Muster. Cool ist die. Einen Servietten zu verpacken, ist ja auch eine klasse Idee. Ja, oh, was denn? Was denn? Er muss gucken. Nein, nicht holen. Das ist doch. Kannst du nicht holen? Nein. Willst du nochmal gucken? Aber nicht holen. Du auch. Ja, da guck. Guck. Oh, hat mir die Mareike geschickt. Ja. Riecht das gut oder was? Kannst du jetzt vom Tisch gehen? Spinnst du? So. Okay. Nein, Bella. Nein, geh vom Tisch runter. Gehst du mit den Füßen vom Tisch? Du böser Hund. Das darf man doch nicht. Hast du da was zu essen drin oder was, was die so spinnen? Also Kochvideos mache ich jetzt keine. Ah, nein. Ah, okay, okay, okay. Ja, das sind die von Baker Ross. Ich habe davon eine Riesenkiste. Ich habe mal zweimal bestellt. Riesenbestellungen. Und ja, so ein paar habe ich mal gemacht irgendwie. Und jetzt liegt alles oben rum. Aber auch daraus werde ich dann irgendwann mal was machen. Zusammen mit denen, die ich schon habe. Ich habe schon ein paar verschenkt, aber ja. Ja, super, vielen Dank. Das hier würde ich mir gerne aufheben. Ich lege mir das mal dahin, da fummel ich nachher mal ab. So, dann nehmen wir das nächste. Oh, ist die so süß, die Serviette. Ich will die nicht kaputt machen. Kleine Monster. Kleine Monster. Aber ich muss die kaputt machen, das geht nicht anders. Manu. Okay. Ach, wie süß sind die denn? Oh, wie niedlich. Wo ist meine Schere? Ich muss die mal rausholen. Das sind Tags. Ach je. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe noch ein Paket bekommen, also so ein kleines Päckchen von Choose Yourself, so heißt. Da habe ich eine Kooperation, das filme ich euch auch noch die Tage. Und ich war jetzt ganz verwundert, dass ich eine Benachrichtigung bekommen habe von DHL, weil ich habe gedacht, dieses andere Päckchen dauert auch noch länger. Und dann komme ich heim, da sind zwei da. Ich habe mit deinem nicht gerechnet. Gott, sind die süß. Ich habe die noch nie gesehen. Wie niedlich. Guck mal, mit so ganz dicken 3D-Schaumpads dazwischen. Voll cool sind die. Super. Die gefallen mir. Und der hier, der fährt Rollschuh. Oder Inline-Skater, der auf dem Roller. Die sind lustig. Sind die auch vom Action? Also die Verpackung sieht so actionmäßig aus. Ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht. Wo gibt es denn sowas? Oder? Ah, nein. Die gab es doch mal. Ah, die gab es doch mal als Sticker. Aber das ist doch auf dem Ding hier drauf, oder? Nee, die gab es ja mal. Das sind diese Sticker, ne? Und die hast du so auf die Text gemacht. Ah, ich verstehe. Ja, cool. Sehr süß.
Sehr, sehr süß. So, dann haben wir, was haben wir denn dann da? Nehmen wir das da. Handmade, nee, das nehmen wir nicht. Dann nehmen wir dieses. Wischiwaschi-Tralala. Ja, was wird denn das wohl sein? Das ist jetzt ganz schwierig zu erraten. Wischiwaschi-Tralala. So. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen wortkarg. Ne? Ich muss heute auf der Arbeit wieder so viel reden. Wir hatten einen Bewerbertag, da war ich als Beobachter mit drin und dann die ganze Fragerei und ach herrje. Aber ich will nicht jammern. Macht ja auch Spaß, ne? So. Ich kann die schönen Servietten nicht retten. Es tut mir leid drum, aber es geht leider nicht. Ich habe da keinen Nerv dafür, das abzufummeln. Okay. Also, da haben wir einmal ein sehr schönes braunes Washi, auf dem etwas draufsteht. You go with all your heart. You go with all your heart. Okay, egal, ist schön. Pack your bags for a great adventure. Yay! Ja, dann haben wir hier dieses, oh, das ist ein schönes Rot mit den Punkten. Und dann haben wir ein schönes Glitzer-Washi, ein schmales. Und da kommt noch ein Glitzer-Washi in breiter. Und dann dieses hier mit den Lippenstiften. Und was haben wir noch? Shopping is my candy. Okay, auch niedlich. Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, die habe ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube, nein. Was ist das hier? Das sind, glaube ich, nee, das sind Koffer. Gepäck, ne? Gepäck passt zu dem ersten hier unten, zu dem Adventure-Dingsbums-Gedingens. Gedingens-Gedöns. Oh ja, und diese niedlichen Hunde. Die sind voll süß. Ja. Super. Sehr gut. Irgendwann kann man es immer brauchen. Ich müsste es eigentlich viel öfter benutzen, aber ich benutze es halt leider, warum auch immer, nicht so oft. Keine Ahnung, warum. Jo. Ein bisschen Entspannung, Glitter und so cute. Okay, das kann ja auch viel sein. Jetzt klebt mir hier gerade der Teser an den Fingern fest, so jetzt ab. Ich will die nicht kaputt machen. Aber es geht nicht anders. Oh, Zeit für mich. Tete Sept, Bergamotte, Jasmin. Pflegendes Schaumbad. Ja, wenn ich denn baden würde. Aber ich bin ja ein Duscher. Ich bin ja kein Bader. Weil wenn, mich nervt das immer, ne? So dicke Frauen, die passen ja ganz schlecht in die Badewanne. Und wenn dann so unten die Füße rausgucken und sind kalt, dann nervt mich das. Und wenn die Füße im Wasser sind, dann habe ich obenrum kalt und dann nervt mich das auch. Und wenn ich so eine große, so eine tolle Eckbadewanne oder sowas hätte, dann, ich glaube, dann würde ich baden. Aber so nicht. Aber ich muss mal dran riechen. Aber ich weiß, wer gerne badet. Okay, das riecht aber gut. Riecht sehr angenehm. Okay, also das werde ich weitergeben. Ich weiß auch schon an wen. Und was haben wir denn dann noch? Okay, da haben wir Shimmer and Shine. Diese Rolle zum Kleben. Ich finde die Mädels auch total süß, ne? Diese Shimmer and Shine Mädels. Sehr süß, die kann man immer brauchen. Das ist gut. Dann haben wir zwei Teelichter für die Entspannung.
Hä? Ja, die riechen auch. Ein bisschen noch. Das Rote hier so beerig und das hier. Weiß ich nicht. Der Geruch ist leider nur noch dezent, aber irgendwie nach irgendwas riechen sie. Und goldener Glitter. Und Glitter geht immer, ne? Glitzer geht immer. Supi. Muss hier ein bisschen aufräumen, dass das nicht aussieht wie Wutz. Band kann man auch immer brauchen. Die Stickerchen hier, die hebe ich auch auf. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Eine süße, bunte Mischung. Oh, der Tag ist niedlich. Oh, voll süß. Und das Band hier ist auch schön. Also diese Bordüre ist voll hübsch. Der ist niedlich. Eine süße, bunte Mischung. Okay, da geht's schon mal los mit den Kunststoffkarabinern in verschiedenen Farben. Ja, die sind super, die benutze ich auch immer. Nicht immer, ne, aber auch gerne mal. Je nachdem, was es für ein Anhänger ist. Die sind halt auch an Chunky Charms, sind die auch cool, ne? Und dann haben wir hier, oh super, Ausstanzungen, ne, so für Card Candies. Ich bin ja so stanzfaul, ne? Und auch plotterfaul. Mir ist das immer alles zu viel. Weil jetzt habe ich ja auch so viele neue Stanzen und habe mir auch bei Bibicraft für die Kooperation welche bestellt. Und jetzt muss ich mal, ne? Ja, die sind schön. Das sieht echt gut aus, ne? Mit diesem Papier. Das ist das Papier von den halben Blöcken vom Action, glaube ich, ne? Das sieht echt gut aus. Voll hübsch und so schön, so walten. So, da kann man alles Mögliche drauf machen. Ja, echt schön. Warum mache ich das eigentlich nicht? Weil ich immer so viel andere Sachen in meinem Kopf habe. In meinem Kopf schwirren immer irgendwelche Dinge und Ideen und weiß ich was. Und dann weiß ich nie, welche sich zuerst machen soll. Und ja, kennt ihr das? Dass man dann so vor lauter Überflutung in der Birne am Ende das macht, was man immer macht. Oder irgendwas, was dann keine Anstrengung des Gehirns erfordert, wie zum Beispiel so ein Diamond Painting oder so, damit man überhaupt irgendwas gemacht hat. Also so geht es mir oft. Ja, ah, die großen Klammern, die liebe ich auch, ne? Oben schön irgendeinen schönen Stempelabdruck drauf gemacht und das irgendwo dran geklammert, das ist immer hübsch. Dann haben wir hier, oh, Sticker. Sticker, Sticker. Sticker, Sticker. Kommt raus. Ich will das Tütchen nicht kaputt machen, weil die sollen wieder rein. Okay, also wir haben hier Flamingos. Einige verschiedene Flamingos. Eine Feder. Und noch Flamingos. Warte, ich hole mal die anderen da drunter weg. Kann man ja sonst nichts erkennen. Ne? So. Also ein bisschen rüber. Und der ist cool. Hup. Oder mit der Brille und der Fliege. Den finde ich cool. Noch einer. Und was macht der hier? Der hat einen Hut auf. Okay, und Schuhe. Und noch eine Feder. Und dann hier so ein Verrückter. Und dann Sonnenschirm. Und alles Flamingos, ne? Mit dem Schal. Und dann dieser. Und noch eine Feder. Und. Okay, dieser hier, Kopf im Wasser. Gut, ich verstehe. So, machen wir die schon mal zurück ins Tütchen. Yay.
Und dann haben wir hier Weihnachtsnagelsticker. Das sind, glaube ich, so Transfer, so Wassertransfer-Sticker. Die würde ich, denke ich, weitergeben, weil ich ja nicht Weihnachten bastel. Also nur wenn es zwingend sein muss, ne? Aber nur noch ungern. Die sind süß. Haben die hier ein Gesicht? Die Glocken haben ein Gesicht, ne? Und die Sterne auch, aber die sind so klein. Das kann ich ohne Brille, kann ich schlecht erkennen. Und auch der Fokus streikt irgendwann. Ja, aber die sind niedlich. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht die Weihnachtsbastlerin. Oder nicht mehr. Ich habe wahrscheinlich zu viel. Ich habe letztes Jahr vor Weihnachten habe ich diese Adventskalenderbücher gemacht und musste dann für ich weiß nicht wie viele Leute auf der Arbeit solche Adventskalenderbücher machen und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ich konnte keine Weihnachtssticker mehr sehen, ich konnte keine Kästchen mehr machen und ach, das ist mir alles auf den Deckel gegangen. Seitdem mag ich nichts mehr für Weihnachten basteln. Ja. Was haben wir noch? Komm raus. Oh cool. Streudeko. Mit, das ist Happy Birthday, ne? Ja. Ich lasse es zu, sonst fliegen die nachher alle rum. Aber die kann man natürlich immer brauchen. Das ist sehr cool. Die habe ich auch noch nicht. Sowas habe ich gar nicht. Also die sind sehr cool. Die gefallen mir gut. Super. Und dann ist hier noch... Ah, okay, die Winnie Pooh. Also einmal hier so ein Winnie Pooh Blöckchen, diese Notizblöckchen vom Action. Mit dem ganz zarten Winnie Pooh im Hintergrund. Ich glaube, Winnie Pooh habe ich gar nicht. Ich glaube, ich habe nur die Mini und die Tinkerbell und weiß ich nicht. Mickey habe ich auch, ja. Genau, aber Notizblöckchen kann man ja nie genug haben. Bis ich in jeder Tasche eins habe, da dauert es. Da brauche ich so viele. So, das war dieses. Das hebe ich auch auf hier. Das will ich behalten. Das ist voll süß. So, als nächstes kommt hier. Das ist ein kleiner Mix, der dir hoffentlich gefällt. Vorsicht, Papier. Das heißt, ich soll nicht reinschneiden. Ja gut, ich benutze eh. Ich mache mittlerweile die Sachen lieber ohne Schere auf. Das geht schneller. Ja. So. Das ist doch was Selbstgemachtes hier. Momento. Jetzt habe ich es auf. Jetzt gucken wir auch. So, und zwar hat sie einen Goodie-Bag gemacht. Mit dem schönen Papier hier und diese Stickerchen. Die Magnete. Gut, die haben aber auch keine so mega Haltkraft, oder? Da darfst du nichts mehr drüber kleben. Dann halten die nicht mehr, ne? Und was haben wir da drin? Dieses Papier ist leider nur für Buntstifte geeignet. Ja, das ist sehr gut, aber das fühlt man auch schon, ne? Dass du da nicht mit Markern dran gehen kannst. Oh, die sind sehr süß. Die habe ich nicht. Total niedlich. Have a magical day. A friend like you is rare. Have a fantastic birthday. Oh, ein paar Luftblasen, Blümchen. Oh, die sind auch niedlich. I hope your birthday is unique and amazing. Yay. Oh, die sind auch süß. Mal so ein Schirm voller Herzen. Voll niedlich. Oh, und die Eagles. Süß. Die sind voll süß. Ich könnte sie mal anders halten. Niedlich, with all my heart. Ach Gott, ja, die Igelchen sind echt süß, ne? Sending Hedgehogs. Loved you always. Oh, die sind echt goldig, ey. Das ist wirklich so ein Igel-Armor. Niedlich. Oh, die Wölkchen. Süße Stempel, die kenne ich nicht. Die sind sehr süß. Ice Cream Happy Birthday. Oh, sind die niedlich. Ui. Klubschi-Stempel.
Dann müssen wir natürlich außenrum hier Glitzer, ne? Da muss ja Glitzer rein, zwingend. Damit die so richtige Klubschi, Glitzi, Glitzer-Dinger sind. Zwingend muss da Glitzer drauf. Oh, wie süß. Oh, die werden ja immer niedlicher. Wo hast denn die her? Sind die süß? Oh, wie niedlich. Oh, und noch Einhorn-Eis. Schreib mir mal bitte, wo du die her hast. Oder schick mir mal eine WhatsApp oder was auch immer, ne? Wo du die her hast. Die sind ja so süß. Ui. Das ist der Fuchs, ein Fuchseis. Und noch kleine Astronauten. Nee, kleine Roboter. Die sind auch niedlich. Mit Werkzeug. Auch die habe ich nicht. Naja, gut, du hast ja gesehen, was für Stempel ich habe. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich in meinem Stempelvideo komplett meine Gorgeous-Stempel vergessen habe. Naja, wie gesagt, das Alter und das Hirn, das Gedächtnis, das funktioniert alles nicht mehr so. Und wenn man zu viel hat, ne, dann passiert das halt leider mal, dass man was vergisst. Ja, und hier haben wir dann noch Let's Party, Do the Robot, Cuteness Overlord. Overload, nicht Overlord, Overload, Program to Party. Also passend zu den Robotern. Sehr süße Stempelabdrücke, sehr, sehr, sehr süß. Ja, ich will unbedingt mal nochmal stempeln und kolorieren. Und immer ist irgendwas anderes. Immer ist irgendwas anderes. Elend. Ah, jetzt hört es schon nicht mehr zu. Doch, hier ist. Nein, Bella, wir bellen jetzt nicht. Nein, 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 nein. So, das nächste. Das ist auch süß. Ich habe auch so eine Stanz, aber der ist dann komplett hier ausgestanzt. Ich finde das schön, hier eine Seite so filigran und eine so nicht filigran. Oh Gott. Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling. Perlen? Oh. Ui, die Bärchen sind die süß. Guckt mal hier, so Bärchen und kleine Schleifchen. Ja, so kleine Schleifchen habe ich gar nicht. Die sind echt niedlich. Total süß. Und dann haben wir Perlchen mit Steinchen und so kleine facettierte. Ja, 6 mm Perlen habe ich auch ganz wenige nur. Die fliegen mehr bei mir in der Gegend rum, als dass ich sie irgendwo dran kriege. Aber ich bräuchte halt öfter mal, ne? Um so irgendwo halt was noch dazu zu machen, was Kleines. Ja, die sind schön. Und hier so ein schöner Mix. Den muss ich dann mal rausnehmen. Oh, die Sterne sind schön. Guck mal hier, die sind relativ groß. Der ist toll. So ein großer Stern. Dann kleine Herzchen und kleine Sternchen. Und hier ist noch Schmetterling. Was haben wir noch? Hä? Warte. Da haben wir noch so einen großen. Was ist das hier? Das ist auch ein Schmetterling. Da ist so ein facettierter Tropfen. Noch Schmetterling in anderen Farben. Genau, das wiederholt sich. Aber sehr süß, das sind auch alles. Also davon habe ich keine. Nee, habe ich alle nicht. Also sehr gut, kann ich sehr gut brauchen. Super. Das passt doch alles bis jetzt sehr gut. Meine Liebe, hast du gut aufgepasst bei meinen Videos? Suppi. So, auch den muss ich aufheben. Der kommt auch hier hin. Dieser schöne Tag. So, was haben wir denn da noch? Was haben wir denn da noch? Da steht nichts drauf. Ah, da braucht man nichts draufstehen. Ah, oh, süß. Das ist so eine super schöne Schokoladenverpackung. Guckt mal.
Und woher weißt du, dass ich Zartbitter mag? Habe ich das mal gesagt? Cool. Ich packe die jetzt mit aus, weil ich finde die super schön in der Verpackung. Also irgendwann hole ich sie raus, ne? Aber jetzt nicht. Das ist eine schöne Schokoladenverpackung. Ach, guck mal. Kommt das da? Ko Ah, wie cool ist denn das? Ach Mensch, das ist ja cool. Wieso? Was hast du denn da für eine Technik benutzt? Guck mal, das geht. Ich ziehe das raus. Ah, ich verstehe. Die Schokolade drückt das hier. Seht ihr? Einfach nur hier so durchgezogen. Und dann drückt die Schokolade das auch wieder mit rein. Das ist ja toll. Habe ich noch nicht gesehen. Werde ich klauen, die Idee. Wenn ich darf. Cool. Super. Süß geht immer und zartbitter erst recht. Und super schön ist das. Die Idee auch. Mega. So, was haben wir denn hier? Selbst gemacht, kommt auf die Seite. Dann haben wir hier nicht so meins, aber vielleicht ja deins. Da gucken wir mal. Auch wieder der schöne Schmetterling hier, diese Ausstellung. Und die süße Serviette. Okay. Wir schauen. Ah, doch. Das ist Chipboard, das kann ich brauchen für Mixed Media. Das ist cool. Also kann ich auf jeden Fall brauchen. Weil das ist schön fest. Und ja, wenn man das dann auf so Mixed Media Teile macht, so als Untergrund halt, ne? So, ja, ich kann es euch jetzt nicht erklären, aber kann ich sehr gut brauchen. Super. Was haben wir hier? Hey Lovely, ein Blöckchen. Ja, das ist schön. Okay, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, also mal ganz ehrlich, meine Liebe, mein Favorite wäre es jetzt auch nicht. Also das finde ich cool für sowas Maritimes. Ja, also es ist so okay, ne? Weiß ich noch nicht. Müsste ich mal überlegen. Also spontan würde ich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht oder könnte jetzt auch nicht sagen, ist mein. Finde ich super, ne? Also ist nicht schlecht, aber bis auf diese Herzchen und dieses blau gestreifte und das hier, ne, wüsste ich jetzt auch nicht. Also die Art der Blumen und so und die Farbauswahl, ja, geht so. So, was haben wir hier noch? Okay. Okay. Warte, damit warte ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Den machen wir jetzt, oder? Doch. Ich habe ja nur noch die zwei selbst gemacht. Dann, also hier, ich finde den Tag schon mal klasse, ne? Achtung, bissig. Zum eigenen Schutz ausschließlich mit vorgehaltener Karotte öffnen. Dann hat sie hier überall so coole Nieten drauf. Der Tag ist auch wieder mega. Ich habe aber jetzt keine Karotte. Darf ich trotzdem aufmachen? Ich denke ja, ne? Die Verpackung ist auch cool. Ah, da ist was Gehäkeltes drin, aber die anderen beiden Sachen sind. Egal, warte. Ich mache erst die anderen auf. Wir nehmen erst das selbstgemacht. So, wir müssen ja die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Ne? Sonst wird es ja langweilig. Oh, sie hat mir einen Shaker gemacht. Ich bin ja zu doof für Shaker, ne? Ein Shaker mit einer My Melody drin. Cool. Ich bin ja zu blöd, ich krieg's ja einfach nicht hin. Ich werde demnächst auch mal noch so eine Aussortieraktion mit meinen Molds machen. Und ja, da werde ich auch die ganzen Shaker-Molds reinmachen. Ich habe mir da komplett neue bestellt, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich bin zu dumm. Ja, das ist süß. Voll niedlich. Ja, mit so einem schönen Bändchen dran. Sehr süß. Aber wie gesagt, ich.
Nee, meins ist es nicht. Aber sehr süß. Jetzt habe ich trotzdem einen Shaker, auch wenn ich zu doof bin. Vielen Dank. Und das hier ist auch selbst gemacht, ne? Das ist eins von denen vom Action. Habe ich auch alles oben vorliegen. Mit denen. Warum benutze ich nur das Zeug? Ich sehe das immer, ne? Wenn ich so eine Post bekomme. Und dann denke ich immer, ah, hast du doch auch noch, hast du doch auch noch. Ja, aber warum benutze ich es denn dann nicht, wenn ich es habe? Ah, weil ich nie dran denke dann. So, das. Und dann habe ich hier noch ein kleines. Da steht auch Handmade drauf. Schauen wir da mal noch rein. Band heben wir auf. Ui. Ui. Oh, das ist aber schön. Boah, so dünn gegossen. Mega. Oh, die habe ich auch noch. Das Stick habe ich auch noch nie eingegossen. Aber so dünn. Cool. Voll schön, ne? Das ist echt schön. Auch nur so ein Bändchen dran. Sehr süß. Gefällt mir. Richtig hübsch mit den Sternchen noch. Super. Und dann kommt jetzt das bissige Teil hier. Ich traue mich nicht. Oh, wie niedlich. Guckt mal, ein rosaner Wauzi. Und der beißt doch gar nicht. Der ist doch ganz brav. Mit so einem Puschelschwanz. Und nee, deshalb ist ein Hase. Ist ja gar kein Wauzi. Ist doch ein Hase. Bin ich doof? Wenn ich jetzt so mache, sehe, ist doch klar, ne? Das ist ein Widderhase. Die haben die Ohren hängen, ne? Der ist voll niedlich. Oh, super schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, das war die Post von der Mareike. Also liebe Mareike, wie gesagt, außer das der Badezusatz und ja nix und, weil die Notizblöckchen, die kann ich auch benutzen. Ja, werde ich das alles verwenden. Ne? Kann man alles super brauchen. Und der ist super süß, super, super niedlich. Und die Anhänger sind auch cool. Ja, also der ist richtig schön, auch so schön dünn gegossen und Shaker, damit ich endlich auch mal einen habe. Ne? Genau. Da drauf auf dem Grauen sieht man den nicht mehr. Wo sieht man den denn besser? Hier. Ja, genau. Ich danke dir vielmals. Diese Verpackung hier, die werde ich auch aufheben. Die ist auch super cool. Mega Idee. Ja, genau. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen von der Rolle gerade. Ja, also vielen, vielen lieben Dank, liebe Mareike, für diese schöne Post. Wie gesagt, deine ist ja eigentlich fertig, muss nur noch verpackt werden und macht sich dann zu dir auf den Weg. Die Challenge Box, da, wie gesagt, mache ich was draus, dann mache ich ein Video dazu und werde dann auch zwei Leute taggen. Ich mache dann auch noch eine Box und ja, das war es dann auch für dieses Video für heute. Nochmal vielen, vielen Dank, liebe Mareike. Wie gesagt, ihren Kanal verlinke ich euch in der Infobox. Geht mal dahin. Sie macht auch ganz viele schöne Sachen, auch Haul-Videos und so weiter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was euch da so gut gefallen hat oder am besten gefallen hat von den Sachen. Ja, genau, was habe ich gesagt? Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.